Hier wächst mächtig viel Löwenzahn. Die Kühe stehen auf der Weide und die Gegend heißt Eifel. Nichts Neues, könnte man meinen. Aber diese Eifel ist anders. Sie liegt in Belgien. Und dennoch sprechen die Leute hier Deutsch. Sind sie deutsche Belgier? Belgische Deutsche? Manchmal wissen sie das selbst nicht so genau. Nicht alles hier ist eitel Sonnenschein. Die Menschen haben einiges mitgemacht und waren lange hin und her gerissen. Aber vielleicht sind sie genau deswegen so verwurzelt. Fahr mal hin ist heute im belgischen Teil der Eifel unterwegs. Der liegt auf dem Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens, südlich von Eupen und dem Hohen Venn, rund um die kleine Stadt St. Vith. Um 6 Uhr morgens müssen die Kühe rein. Über Nacht waren sie auf der Weide und nach dem Melken kommen sie wieder raus. Das macht ja eigentlich jeder so. Auch Elena Theissen. Sie quält sich gerne früh aus dem Bett, wenn es ihren Kühen gut tut. Sie könnte es auch anders haben, aber sie will es genau so. Ja, aber es ist ja auch ein wunderschönes Leben. Also ich freue mich eigentlich immer, jeden Morgen Kühe holen zu gehen, also besonders im Sommer. Und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich studiert hätte, dass mein Morgen schöner wäre als heute. Sie hatte ja schon ein Studium angefangen, Psychologie, sogar ein Jahr in Mexiko gelebt. Das war damals gut und schön, aber sie wollte wieder zurück nach Hause, auf den Bauernhof der Eltern. Also ich finde es eigentlich schön, die Arbeit mit der Familie, weil auch wenn man reist, man lernt so viele Leute kennen, aber das ist irgendwie nichts, was bleibt. Und hier der Hof, das ist etwas, eine Konstante in meinem Leben. Und ich mache die Arbeit mit den Tieren unheimlich gern, die Arbeit mit meiner Familie gerne. Und das kann ich in der Ferne überhaupt nicht haben. Elenas Partnerin am Melkstand ist ihre Schwester, Simone. Auch sie war eigentlich weg von zu Hause, hat Archäologie studiert und Kunstgeschichte, hat in Kanada gelebt. Und irgendwann kam der Lockruf der Heimat. Sollen wir unseren Bauernhof nicht zusammen übernehmen? Die Schwestern dachten neu nach. Heimgehen, Landwirtschaft machen, das stand bis dahin eigentlich nie zur Debatte. Irgendwie sind wir nie auf den Gedanken gekommen, dass man das auch zu zweit machen könnte. Und dann haben wir ja mal zufällig irgendwie zusammengemolken und dann ist es mir aufgefallen, auch so zu zweit ist das ja noch ganz easy oder ja, machbar. Und dann ist der Gedanke eigentlich erst geboren, aber vorher haben wir immer gedacht, ist doch zu viel. Eigentlich ist das schon Geschichte. Die beiden Schwestern haben den elterlichen Hof längst übernommen. Er liegt keinen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, in Manderfeld. Ein Biohof mit 100 Milchkühen und 115 Hektar Weideland. Ich bin immer froh, wenn Leute kommen und dann sagen die, wie schön, ich wäre auch gern Kuh bei euch. Und jede Kuh hat einen Namen und ich kenne sie auch alle. Ein Hof mit einer weiblichen Note. Elena und Simone haben nicht nur Zahlen im Kopf, sie wollen eine Landwirtschaft, die irgendwie Sinn macht. Ja, ich glaube, bei Frauen ist auch oft diese Masse ist nicht so das, was uns beeindruckt. Also, wie gesagt, wenn jetzt ein Betrieb 500 Kühe hat, warum soll mich das beeindrucken? Mich beeindruckt das, wenn ich sehe, das sind gesunde Tiere, wenn ich das Gefühl habe, dass alles ist in Balance und im Gleichgewicht, dann überzeugt mich was, nicht Masse, weil Masse kann eigentlich jeder haben. Ich muss mir ja nur kaufen. Aber mich überzeugt ein gesundes System. Das ist das Einzige, was mich überzeugt. Manches in dieser Eifel ist fast zu schön, um wahr zu sein.
Ein Idyll mit offenbar glücklichen Menschen. Wenn da nur nicht dieser seltsame Zwiespalt wäre. Wir sind zwar direkt an der Grenze, schauen auch viel deutsches Fernsehen, aber dennoch fühlen wir uns nicht als Deutsche. Wenn wir jetzt tief im Land selber drin sind, in Brüssel, fühlen wir uns auch nicht richtig wie so ein richtiger Belgier, weil es wird nur Flämisch gesprochen und Französisch und Sprache macht auch immer eine Barriere. Und deswegen fühlen wir uns eigentlich als Ostbelgier. Was auch immer das heißen mag. Das weiß man selber nicht immer so genau. Ja, was ist das eigentlich? Ostbelgien. Also wunderschöne Landschaft, sympathische Menschen. So viel ist schon mal klar. Elena und Simone Theissen sind zwei von 77.000 Mitgliedern der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien. Die Region ist dünn besiedelt, fast nur Weiden, kaum Äcker. Dafür sind die Böden zu mager. Man könnte meinen, es gibt hier mehr Kühe als Menschen. Aber das liegt vielleicht daran, dass die meisten unter freiem Himmel stehen und nicht im Stall. Die Dörfer in der Belgischen Eifel sind klein. Weveler ist so eines, mit noch nicht mal 100 Einwohnern, aber einer 800 Jahre alten Kapelle. Der Friedhof von Weveler spiegelt diese seltsame Zerrissenheit der Belgischen Eifler wider. Gefallen fürs deutsche Vaterland 1917. Vermisst in Russland 1943. Über 100 Jahre gehörte die Region zu Preußen und dem Deutschen Reich, dann wieder zu Belgien, dann wieder zu Deutschland. Seit 1945 endgültig zu Belgien. Ein Hin und Her. Ja, die belgischen Eifler sind eigensinnig. Ja. Sie verstecken es denn manchmal. Ich habe es nicht versteckt. Ich persönlich bezeichne mich als Deutschen. Ich bin ein Deutscher belgischer Kulturnation. Deutsch hat nichts an sich dann mit der Nationalität zu tun. Und insofern bin ich da auch immer sehr selbstbewusst mit umgegangen. Sowohl mit den Flamen als auch mit den Wallonen. Und auch da, wo ich Salbosch ist die Bezeichnung für dreckiger Deutscher, hat seinen Ursprung im Elsass. Ich habe mich immer damit auseinandergesetzt, habe den jungen Menschen meinen Ausweis gezeigt und gesagt, ich gehöre hierzu, wie du auch hierzu gehörst. Ich spreche nur eine andere Sprache. Und dann kamen sie mit den Geschichten der Eltern, Großeltern, die eben unter Deutschland, den Deutschen im Krieg gelitten hatten und die uns damit auch noch verbanden. Das ist heute viel weniger oder fast gar nicht mehr der Fall. Der Mann mit dem bunten Haus heißt Wilfried Thelen. Die Nationalfarben zeigen deutlich seine Gesinnung. Er ist belgischer Fußballfan und stolz darauf. Die Bemalung seines Hauses ist nicht jedem Beamten recht, aber darauf lässt er es ankommen. In der Heimatverbundenheit bin ich sicherlich ein typischer Eifler Ostbelgier, aber ansonsten bin ich ein untypischer, weil ich mich so ein bisschen als mehr widerspenstig betrachte, als viele andere es sind und auch mutiger. Ja gut, ich werde vielleicht belächelt, aber ich glaube, ich werde auch respektiert in der Sache. Ja, die Menschen hier sind stolz auf ihre Eigenheit, auch politisch. Immerhin genießt die Region weitreichende Autonomie. Die deutschsprachige Gemeinschaft Ostbelgiens hat ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. Die bestgeschützte Minderheit Europas, so sagen sie. Im nördlichsten Zipfel der Belgischen Eifel liegt Küchelscheid. Gut 70 Einwohner und ein Café, das Kultstatus hat. Es gehört Carmen Hensen. Auch sie ist eigen. Hat die geschmeckt? Ja. Und euch geht's allen noch gut? Ja. Ja, mit Burger Radler. Cappuccino dort? Hä? Wo? Ja, bring ich dir. Ja? Schon am Vormittag ist die Hütte proppenvoll.
ist schade eigentlich, dass es noch so früh ist, aber die kommen wirklich alles. Egal, ob es jetzt die von Aachen sind, die Radfahrer von Allendorf oder so, oder Wanderer und auch Übernachtungsgäste, ne, die dann eben halt wirklich morgens dann sagen, boah, komm, es war so schön hier und wir kommen auf jeden Fall wieder. Und das sind keine leeren Versprechungen, das ist, wir tun es auch wirklich. Ne? Und das ist für mich ein schönes Gefühl, dann denke ich immer, du kannst es nicht verkehrt gemacht haben, sonst würden sie es nicht sagen. Ne? Das Café von Carmen Hensen ist ein Ziel für Individualisten. Unangepasst und bunt wie sie selbst. Das ist schön. Schön, mutig, ne? Innen drin sitzt bei dem schönen Wetter keiner. Schade eigentlich. Die Räume sind allesamt von ihr selbst gestaltet. Nichts von der Stange. Ich bin Bauchmensch. Ich liebe Holz, ich liebe die Natur. Und so. Manchmal sieht man auch irgendwas in Zeitschriften. Wie zum Beispiel die Möbel waren ja schon fertig hier, die habe ich gekauft. Ne? So, und dann ergänzt man eben gewisse Sachen, weil du kannst ja hingehen, kannst eine Firma beauftragen und kannst dann versuchen, denen das zu erklären. Ob sie es dann mitkriegen, weißt du nicht. Aber es kostet Schweinegeld und ja, Geld ist Mangelware. Ne? Also muss man improvisieren. Die quirlige Kaffeebesitzerin. Sie gehört zum bunten Blumenstrauß einer Region, die in kein Schema zu passen scheint. Grüne Wiesen und immer wieder Kühe. Auf das ist Verlass. Aber diese Gegend ist mehr als nur Landwirtschaft und Touristen. Es gibt ja auch Dinge, die es sonst nirgendwo gibt auf der ganzen Welt. In St. Vith nämlich. Das ist die einzige Stadt der Belgischen Eifel. Dort gibt es alle 2 Monate eine eigentümliche Fütterung. Man muss schon verdammt genau hingucken, sonst sieht man sie nicht. Aber sie ist hochspannend. Zumindest für den Futtermeister, den Flamen Karl de Smet. Er ist Chef des Zentrums für Brotgeschmack beim Backzutatenhersteller Puratos. Es geht um Sauerteig und um die Lebewesen, die in ihm stecken. 1 Gramm Sauerteig enthält Millionen, Billionen Mikroorganismen. Die müssen Futter bekommen, die brauchen Zucker für die Hefen, die drin sind. Die produzieren Gas und Alkohol. Und die Milchsauerbakterien, die anwesend sind, die produzieren Essigsauer und Milchsauer. Na, natürlich, das ist Leben. Das ist wie ein Tamagotchi in 90er Jahren. Weil mit einem Tamagotchi muss man das füttern. Auch wenn, mit einem Sauerteig, wenn man das nicht macht, dann kann man die verlieren. Dann geht der tot. Und damit er nicht tot geht, wird der Sauerteig gefüttert. Mit Mehl und Wasser. 1 Tag dauert die Prozedur. Dann ist wieder Ruhe für 2 Monate. Und das geht so weiter und so fort. Das ist 5000 Jahre Bäckereigeschichte, das hier vorbeikommt. Und das ist für mich etwas ganz Besonderes. So, ich mag Spaß. Ich weiß nicht für die anderen, aber ich mag Spaß. Karl de Smet ist natürlich nicht nur Spaßmacher, sondern ein Brotverrückter. Im Dienst von Puratos sammelt er Sauerteige auf der ganzen Welt. Mexiko, Japan, Kalifornien. Kein Teig ist vor ihm sicher. Seine Beute bringt er dann heim nach St. Vith. Thank you very much. This sourdough deserves undeniably a place in the sourdough library. Dieser Sauerteig verdient unbestreitbar einen Platz in der Sauerteigbibliothek. Das sind immer seine letzten Worte. Und das ist sie. Die welteinzige Sauerteigbibliothek mit Sauerteigen aus allen Erdteilen. Teilweise sind sie weit über 100 Jahre alt. Der Firma Puratos dienen sie zu Forschungszwecken. Hinter jedem Glas steckt eine Geschichte. Dies ist ein Sauerteig aus der Schweiz. Die Bäckerei besteht seit 1886, so 6 Generationen Sauerteig.
und das ganz roggen dunkle. Ich war so in Japan, wo ich Sauerteig auf Reis entdeckt habe. Ich war in Mexiko, da macht man Sauerteig mit Bier, Ei, Limette. Und alle die verschiedenen Sachen. Und dass ich dann sehr privilegiert die Dinge entdecken kann und davon auch noch Filmen machen kann. Und ja, ich glaube, für einen Bäcker zu sein, ist das der Walhalla für mich. Wer ihn in seinem Walhalla besuchen will, der kann das nach Absprache tun. Seit kurzem gibt es auch eine Ausstellung zur Geschichte des Brots. Technisch ausgefeilt und raffiniert. Die Idee stammt von Karl Desmet. In der belgischen Eifel darf die Kuh noch Kuh sein. In einer Landschaft mit Bäumen, Hecken und Zäunen. Keine endlosen Maisfelder, die bis zum Horizont reichen. Die Welt scheint in Ordnung. Die wichtigen Dinge des Lebens noch an ihrem Platz. Die belgischen Eifler lassen es sich gerne gut gehen. Essen, trinken, die kleinen Freuden. Das ist hier nicht anders als im Rest von Belgien. In Uttler gibt es seit ein paar Jahren einen neuen Genusstempel. Auf dem Teller Bonbons de Pintade auf einem Confit von Gourmetpilzen. Francine Wickler macht aus einem Perlhuhn ein Gedicht. Ja, meine Philosophie ist, jeder ist hier willkommen. Und jeder soll sich wohlfühlen. Deshalb versuche ich so ein bisschen zweispurig zu fahren. Auf der Karte die traditionellen Sachen sowie die neuen kreativen Sachen. Die junge Frau hat in viele Kochtöpfe geschaut, bevor sie das Haus ihrer Eltern übernahm. Sie hat in Luxemburg gelernt, in der Schweiz und an der Côte d'Azur. Heute arbeitet sie Hand in Hand mit ihrer Mutter, die immer noch den Empfang macht, und ihrem Vater. Alle drei haben das Traditionshaus in die Zukunft geführt. Seit ziemlich genau 1870 gibt es den Gasthof schon. Kohnen, Backes, Wickler, die Namen wechselten, die Familie blieb. Mal mit Tankstelle, mal ohne. Das Haus veränderte sich, aber nicht das Durchhaltevermögen der Familie. Vieles kommt heute modern daher, aber im Kern ist es noch ein Dorfgasthof. Die Küche ist unter Francine Wickler feiner geworden, aber auch sie beruft sich gern auf die bodenständige Tradition ihres Hauses. Meine Oma hat früher hier gekocht. Das war guter Hausmannskoch, gut bürgerlich. Das war auch gut. Nur ein bisschen anders. Boah, schön. Ich sage immer, kochen ist Liebe, ne? Wenn du gerne kochst, das schmeckt man. Das ist es. Muss einfach gerne machen. Francine Wickler greift nicht nach den Gourmillot-Sternen. Sie will nicht unter Erfolgsdruck verkrampfen, sondern den Spaß am Kochen behalten. Le Jardin, der Garten der Genüsse. Er passt gut in diese Landschaft mit Vergangenheit. Die belgischen Eifler sind stolz auf ihre besondere Identität. Und genauso stolz darauf, dass jeder hier mindestens drei Sprachen spricht. Deutsch, Französisch, Flämisch. In Burg Reuland steht ein echter Blickfang. Fast schon ein Denkmal für das Landleben. Günter Oestges und seine Schwester Renate. Sie haben den Stolz auf die eigene Familie regelrecht auf die Hauswand tapeziert. Mit Szenen aus ihren Fotoalben in XXL.
ja, groß, dass man sie auch sehen kann, damit es auch erkennbar soll sein. Deswegen, um zu zeigen, wie es früher hier gewesen war, was für eine Fahrzeuge es früher hier gab, aber auch um meine Familie darzustellen. Meine Eltern, meine Onkel, meine Tanten, ja, um ein bisschen das Poesiealbum, das Familienalbum öffentlich zu machen. Und jemand, der Interesse hat, der kann es ja schauen. Ja, es steckt eine Menge in dieser Landschaft. Und immer mehr Menschen wissen das auch zu schätzen. Früher haben sie sich fast dafür geschämt. Aber heute sagen sie mit Stolz, ich bin Eiflerin oder Eifler. Auch diese Frau. Sie nutzt das, was die belgische Eifel im Inneren wohl so stark macht. Die Kraft der Natur. Ich habe als Kind immer gerne draußen gespielt auf dem Bauernhof. Und ich glaube, als ich später dann weggezogen bin und erstmal in der Großstadt studiert habe, als ich dann nach Hause kam, da habe ich erstmal gemerkt, wie schön es in der Eifel ist. Also das ist mir dann erstmal bewusst geworden und wie wichtig mir das ist. Und wenn ich auch jetzt noch eine Großstadt besuche, dann merke ich immer, okay, das ist gut für ein paar Tage, aber dann muss ich wieder zurück in die Natur. Michaela Schumacher-Fank ist Heilpflanzenexpertin. Heute ist sie auf der Suche nach Eichenknospen, weil in ihnen das Lebendigste der Pflanze steckt, die größte Heilkraft. Ich glaube, es ist generell in der Region in Vergessenheit geraten. Das Wissen, was früher eben über Generationen von den Heilpflanzen weitergegeben wurde, weil man hatte halt nicht die medizinische Versorgung, wie man es heute kennt. Also halfen die Leute sich viel mehr selbst. Und das muss wiederentdeckt werden. Und ich bin halt eine von denjenigen, die es so ein bisschen wiederentdeckt hat für mich selbst. Und weil ich so einen Spaß dran habe, gebe ich es auch eben gerne weiter, dieses Wissen. Im Norden verändert sich das Gesicht der belgischen Eifel. Der Wald geht über in das hohe Fenn. Dieses sagenumwobene Moor wird jetzt gleich zur Bühne. Alice ist eigentlich schon raus aus dem Penatenalter, aber sie lässt die Puderdusche über sich ergehen. Philipp will, dass ihre Haare grau aussehen und ihre Haut blass. Wirkt ein bisschen blutarm, aber so will es der Modedesigner eben. Gleich muss einmal die Jacke aus, Augen zu und durch, ein paar Bilder machen. Fotoshooting im hohen Fenn. Das heißt, Posen unter verschärften Bedingungen. Alice präsentiert die neueste Kollektion des Nachwuchsdesigners Philipp Thomas. Ich verkaufe keine Kleidung, ich verkaufe Ideen, Märchen, Kunst. Das ist viel mehr als einfach nur ein Kleidungsstück. Das ist meine Idee. Ich brauche den kompletten Rock drauf. Das Licht ist gerade geil. Man kann damit was ausdrücken, man kann Emotionen zeigen und das finde ich halt schön in der Mode. Deine Haare dürfen flatter. Modernes Modedesign. Auch das kann die belgische Eifel. Philipp Thomas lebt zwar mittlerweile in Düsseldorf, aber seine Kollektionen fotografiert er am liebsten in seiner Heimat. Geiles Wetter! In der Eifel haben wir so schöne Landschaften und das war mir gar nicht so bewusst wie auch früher. Man wird großgezogen damit und man geht dann in die großen Städte rein und desto mehr man zurückkommt, desto mehr lernt man die Gegend wieder zu schätzen, finde ich. Philipp hat schon einige Achtungserfolge erreicht, aber der internationale Durchbruch, der lässt noch auf sich warten. Eine andere Seite.
Mein Traum ist wirklich, meine eigene Produktionsstätte zu haben, dass meine Leute auf der ganzen Welt meine Sachen anziehen und immer Spaß dran haben, wenn neue Kollektionen kommen und mitfiebern, wenn ich Shows habe und international überall erscheine. Das wäre mein Traum. Und alles made in aus Belgien. Nur wenige Kilometer nördlich, am Rand des Hohen Fens, liegt Eupen. Eine Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern und einem Landlust-Idyll mittendrin. Hier lebt die Frau, die Bescheid weiß über so ziemlich jedes heilsame Kraut. Michaela Schumacher-Fank. Regelmäßig dreht sie Videos fürs Internet. Hallo und herzlich willkommen zum Viriditas Heilpflanzen-Video. Heute zeige ich euch, wie man ein Gemmo-Mazerat herstellt. Wir brauchen also jetzt ein Lösungsmittel, um die Wirkstoffe aus den Knospen herauszuziehen. Milliliter drauf, also bis 40 auffüllen. Das Ganze wird geschüttelt. Stellt das an einen warmen Ort, aber nicht in die pralle Sonne. Lasst das während 3 bis 6 Wochen ausziehen. Das war's für heute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich finde, dass wir eben heute viel zu schnell auch passiv mit unserer Gesundheit umgehen. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, dann muss der gucken, dass ich gesund werde. Und diese Haltung finde ich ganz, ganz schlecht. Also ich denke, wir sollten immer wieder von selbst auch Mittel und Wege finden, wie wir selbst uns gesund erhalten können in erster Linie und wenn dann auch Wehwehchen auftauchen, dass wir dann auch selbst wissen, was wir mit einfachen Mitteln, die wir vor unserer Haustür haben, wie wir damit umgehen können. Hinter dem denkmalgeschützten Haus wachsen ihre Heilkräuter. In einem Bauerngarten nach mittelalterlichem Vorbild. Hier macht sie Führungen und hält Seminare ab. Es ist ein kleines Paradies, das ihrer Fantasie entspringt. Garten ist tatsächlich irgendwie ein Kunstwerk, denn man kann hier wirklich seine Kreativität ausleben. Das ist ein Stück Natur, was man gestaltet nach seinen Vorstellungen. Und ja, es ist auf jeden Fall etwas, was mit Ästhetik zu tun hat. Die Farbkombinationen oder wie die Pflanzen angeordnet sind. Und das macht unheimlich viel Spaß, sowas zu gestalten. Der Garten der Heilpflanzenexpertin. Eine grüne Oase, mitten in Eupen. Wer die Bergstraße hochläuft, würde sie wohl kaum hier vermuten. Ein paar Straßen weiter hat ein anderer Eifler an diesem Abend Premiere. Afterwork-Party mit Modenschau und Philipp Thomas in heller Aufregung. Ich bin eigentlich für jede Show aufgeregt, nur irgendwie ist es schon heimisch. Man kennt so die Leute, wenn man rund geht, Hallo sagt, kennt man alle und ist gleich aufgeregt, aber ein schönes Aufregen. Und dann geht's los. Die Kleider kommen auf die Bühne. Das Heimspiel läuft gut. Ein Stein fällt vom Herzen. Ich bin mega zufrieden. Die Mädels hatten echt Angst, dass sie hinfallen oder die Jungs auch so. Das schaffe ich nicht so. Jetzt geht's durch, aufstehen, Krone richten, weiter. Aber alles super gegangen. Ich bin wieder zufrieden. Der bunte Vogel aus der belgischen Eifel. Er ist typisch für eine Landschaft, die in vielem besonders ist. Vor allem besonders schön.